Was sagt denn der Questmarker? Der sagt, leck mich und geh ans... Ach, das ist doch nicht wahr. So ein Blödsinn. Okay, triff dich mit dem König. Gut. Phobos. Was zum... Hä? Was ist das für ein Quatsch? Ah, Himmel, Arsch und Gartenzwerg. Gehe an Bord der Vigilance. Hallo? Darf ich irgendwie... Wenn ich wüsste wie, ich darf nicht andocken. Ach, jetzt geht's. Komisch. Gerade war das fürs Andocken nicht da. Uiuiuiuiui. Commander Ikande will dich sehen. Komm mit. Jawohl. Ich hatte einen Freund ja. auf der Organa. Was? Ich hoffe, ich sehe ihn beim nächsten Landurlaub. Die Operationsabteilung leistet gute Arbeit. Da. Wir haben die Nachricht der Organa wegen Austin Rake bekommen. Er wurde unbemerkt an einem anderen Hafen abgesetzt. Er wird sich für einiges rechtfertigen müssen. Ja, schön, dass er sich ergeben hat. Gute Strategie. Zu der Rolle, die du spielst, gehört es auch, schwierige Entscheidungen zu treffen. Denk nur daran, nicht zu sehr in der Rolle aufzugehen. Ach, eine Sache noch, bevor wir weitermachen. Volle Transparenz. Wir waren es, die Ecliptic für den Angriff auf Nevas Schiff angeheuert haben. Nach der Sache mit der Organa gab es die Sorge, dass du Probleme haben könntest, dir Nevas Vertrauen zu verdienen. Indem du sie gerettet hast, konnte das verhindert werden. Clever. Ah, du hast also gute Neuigkeiten. Hat die Fleet dich aufgenommen? Ja. Dann hat's geklappt. Du bist drin. Klingt, als würde alles laufen wie erwartet. Jetzt ist Zeit für die nächste Phase der Mission. Unsere Infos zu Sersha waren korrekt. Nachdem wir von deiner Interaktion mit Adler Camp erfahren hatten, haben wir dein Treffen mit Neva Mora überwacht. Unseren Akten zufolge ist sie die Nummer 2. Wenn du dich also mit ihr gut stellst, bist du in der Crimson Fleet. Diese Idioten haben keinen Verdacht geschöpft.
Da täuschst du dich. Glaub ruhig an Ehre und Herr Dieben, aber ich bin mir sicher, dass sie jeden Verdächtigen bis das Gegenteil bewiesen ist. Du musst nur dafür sorgen, dass du ihr Misstrauen ausräumst und dabei innerhalb der richtigen moralischen Grenzen bleibst. Tu, was du musst, aber nicht, was du nicht darfst. Wir wollen die Crimson Fleet schon lange dran kriegen, aber sie haben bisher nie genug Beweise zurückgelassen. Du darfst ihre Intelligenz nicht unterschätzen. Also, was hat Neva als nächstes mit dir vor? Ich soll mich auf dem Schlüssel treffen. Wo du bestimmt Delgado kennenlernen wirst. Delgado ist der Anführer der Crimson Fleet. Ich habe hier ein Profil mit ein paar Hintergrundinformationen. Du musst die Eigenheiten sämtlicher Mitglieder der Fleet kennen, besonders aber die von Delgado. Wie dem auch sei, nachdem du jetzt zur Fleet gehörst, operierst du unabhängig. Irgendwann beginnen wir, dich näher zu beobachten. Aber vorerst müssen wir Abstand halten. Vor allem auf dem Schlüssel. Das verschafft uns auch die Zeit, unsere Verteidigung zu stärken, sollten wir die Fleet bekämpfen müssen. Apropos, sollten wir damit beginnen, das Schild-Upgrade zu implementieren? Unverzüglich, Lieutenant. Die Techniker und die Crew müssen benachrichtigt werden. Ich hoffe, durch deine Aufnahme in die Fleet sind alle möglichen Zweifel bei dir ausgeräumt. Ich bewerte unsere Erfolgschancen nun definitiv höher. Gute Arbeit, weiter so. Wir erwarten weitere Berichte. Wegtreten. Wenn es sein muss, gut. Dann auf zum Schlüssel. Ich bin so leise, ich mache gar keine Fußstapfengeräusche, ne? Ich schwebe über dem Fußboden. Wenn ich an Sandrock denke, wenn ich mit Merle reite, donk, 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 donk. Und hier hörst du aber mal nix. Dann schauen wir mal. Ins Krückensystem sollen wir hin. Ach da, Crick. Jiminy Cricket. Der Schlüssel. Okay, verstehe. Auf geht's! Suvo Ruro, was auch immer. Suvo, der Schlüssel. Wie ist das eigentlich? Scan. Okay, cool. Sehr gut. Alter, was ist das für ein Riesending? Eigenes Ökosystem. Aha. Ich wollte noch irgendwas gucken. Jetzt habe ich vergessen, was es war. Egal. Schlüssel. Andocken. Ach, jetzt weiß ich, was ich gucken wollte. Du hast deinen Anteil gekriegt. Verpiss dich. Du hast schon. So. Ja gut, über der Wache, also hier hänge ich über der Waffe noch drüber, aber ja gut. Gesprochen. Es waren aber 30. 40% von 30 sind um einiges mehr als von 10. Du wolltest 4000, du hast sie. Nicht mein Problem.
Wenn du mich beklaust, ist das sehr wohl dein Problem. Machst du Witze? Was soll diese Szene von meinem Neuling? Von mir beim Clown erwischt werden? Alter. Der Tod ist gnädiger. Okay. Klingt, als hättest du der Fliegen gefallen. Ich hab noch... Und jetzt entsorgt die Leiche in der Luftschleuse, bevor was sie alles zum einsteckt. Teufel? Also ich habe noch nie groß Probleme gehabt mit dem Spiel, aber das ist ja mal krass. Okay. Son. Ist ja auch gerade, es gibt noch Grafikkarten-Updates, vielleicht liegt's daran. Wo warst du denn so lange? Hast du das Grafspringen verlernt? Ich war auf dem Klo, Mann. Ja, wir sind knallharter Pirat jetzt. Hast du mich vermisst? Sicher nicht. Ein Neuling weniger, dessen Chaos ich beseitigen muss. Ich kann keinen zweiten Austin Rake brauchen, der kalte Füße kriegt. Wer die Fleet verlassen will, bezahlt den Preis dafür. Nicht in Credits, in Blut. Ich bin nicht mal da, was willst du von mir? Ich habe einen Job erledigt, ich bin noch hier, also lass mich in Ruhe. Okay, gut. Schön, dass du ein bisschen Rückgrat zeigst. Wenn's hart auf hart kommt, stellt sich aber hoffentlich nicht heraus, dass das nur heiße Luft und starke Worte waren. Aber du hast es geschafft und darfst dir jetzt eine kleine Geschichtslektion anhören. Bereit zum Mitschreiben? Gut. Der fliegende Schrotthaufen, auf dem du stehst, ist der Schlüssel. War früher mal eine Sternenstation vom UC-Militär und ist heute die Operationsbasis der Fleet. Sieht von außen etwas ramponiert aus, aber wir halten sie zusammen. Das heißt, einen richtigen Schrauben gedreht und das Ding fällt auseinander. Was für ein Drecksloch. Die UC ist sicherlich stinksauer. Glaubst du? Aber das ist nur die halbe Story. Den Rest soll Delgado dir erzählen. Er macht das sowieso viel besser als ich. Aber von mir kriegst du unterwegs die Kurzfassung. Na dann. Ich kann dir alles über den Schlüssel erzählen, aber am besten zeig ich's dir auch. Komm mit. Aha, aha, aha. Na, okay. Mach mal. Okay, Geschichtsstunde. Also, der Schlüssel ist im Orbit um Suvorov. Den Eisball, auf dem die UC auch ein Hochsicherheitsgefängnis namens das Schloss gebaut haben. Suvorov, okay, so wird das ausgesprochen. Irre witzig, oder? Mhm. Hochsicherheitsgefängnis? Schloss? Schlüssel? Aha. Core. Also, wir haben hier alles, was die... Sags! Natürlich gegen Bezahlung. Auf dem Schlüssel regieren Credits. Merkt ihr das? Ist das nicht überall so? Okay, okay. Moment, Neff. Bevor du sauer wirst. Ich habe alle Hände voll zu tun. Jasmine, Süße. Ich mache hier gerade eine Führung. Verrätst du mir also bitte, warum die scheiß Türen versiegelt sind? Das nennt sich Fehlfunktion. Weißt du, die Sache, mit der ich mich täglich rumschlagen darf? Meine Leute sind dran, okay? Hab mal ein bisschen Vertrauen. In dich immer, Engelchen. Das ist Jasmine. Falls du was für dein Schiff brauchst, bei ihr kriegst du alles. Okay. Nachdem die Türen uns im Stich lassen, gehen wir als nächstes ins Depot. Also, wir haben über das Schloss geredet. Vor ungefähr 100 Jahren haben die Gefangenen da unten revoltiert und den Laden übernommen. Sie haben ein paar Schiffe gestohlen, es tatsächlich hier hochgeschafft und den Schlüssel übernommen. Wird auch mal Zeit, dass du uns frisches Blut bringst, Neva. Immer dieselben Gesichter wird auf Dauer öde. Gehe hier, du bist okay. Nur sauer, weil keiner mehr Lust auf deine Wucherpreise hat, Aludra. Egal, willkommen im Depot, Neuling, wo du von Glück sagen kannst, wenn die Blutsauger dich nicht komplett ausnehmen. Wow, wow. Ist doch nicht unsere Schuld, dass die Leute nicht checken, wie teuer es ist, saubere Ware auf den Schlüssel zu holen. Neva jammert nur, weil sie glaubt, wir hätten ihr zu wenig für eine kleine Lieferung bezahlt. Hätte eben ihre Hausaufgaben machen müssen. Ja, klar. Lach du nur.
Aber das merke ich mir, wenn ich das nächste Mal was von euch Geizkragen brauche. Gehen wir weiter. Na dann. Zurück zu meiner Geschichte. Die ausgebrochenen Gefangenen haben den Schlüssel zu ihrer Operationsbasis gemacht und sind zu Piraten geworden. So ist die Crimson Fleet entstanden. Das ist die Kurzfassung. Dass Crix nicht gerade wenig zu tun hatte. Aber zu ihm kommen wir später. Neuling, das ist Zuri, Königin der Exportware. Was ich nicht habe, brauchst du auch nicht. Mhm. Neuroamps, Baupläne, sie beschafft dir alles. Apropos, du schuldest mir noch Geld, Neighbor. Fünfstellig. Zwing mich nicht, das auf die harte Tour einzutreiben. Auf die harte Tour? Oh nein, Neuling, beschütze mich vor Zuris Rache. Schluss mit dem Bullshit, Zuri. Ich bezahl dich schon irgendwann. Wenn du damit ein Problem hast, red mit dem Boss. Abzugsversuche scheitern bei mir. Ich weiß, wenn das einen Wert hat. Ich nehme an, du weißt, wie das läuft. Er kauft so ziemlich alles, egal wie heiß. Links ist die Krankenstation unter der Führung der einzigartigen Samina Misra. Sie flickt dich zusammen. Wenn du zahlen kannst. Krankenversicherung gibt's hier keine. Das ist unser letzter Stopp. Da drüben hast du das Last Nova, in dem Bock verwässerte Drinks zu absolut unverschämten Preisen verkauft. Und das hier ist der wichtigste Ort auf der ganzen Station. Der Rechnerkern. Unter der Führung des unvergleichlichen Shinya Voss. Schon wieder ein Neuling, Neighbor? Irre, dass Delgado dich nach der Sache mit dem Letzten immer noch rekrutieren lässt. Austin Rake, meinst du? Das ist erledigt, okay? Ich mag keine ungelösten Probleme und der Neuling hier hat es gelöst. Vielleicht bist du nächstes Mal einfach ein bisschen wählerischer. Das ist deutlich kosteneffizienter. Ja, ja, ich lieb dich auch, Schatz. Jedenfalls kümmert Shinya sich um unseren Lebenssaft. Das Geld. Wir nennen ihn den Rechner. Aber eigentlich ist er nur eine Nervensäge. Und Neva schlitzt dich auf, wenn sie glaubt, dass du Kratz blutest. Leck mich, Voss. Kümmer dich um unser neues Mitglied, sonst zieh ich den Ring aus der kleinen Bombe in deiner Brust. Jedenfalls legt Shinya deinen Account im System an. Auf mich wartet echte Arbeit. Wenn du fertig bist, komm nach oben, dann stelle ich dich dem Boss vor. Dann stelle ich mich mal richtig vor. Ich bin Shinya Voss, der offizielle Rechner der Crimson Fleet. Und da Neva es so charmant erwähnt hat, ja, in meiner Brust steckt eine Bombe. Und nein, ich werde nie wissen, was das Wort bescheiden bedeutet. Delgados Vorstellung von einer Sicherheitsmaßnahme verleiht mir sogar gewisse Macht. Mhm. Clever. Freut mich, dass es dir gefällt. Tja, Verrat wird hier nicht gern gesehen. Da ich den Großteil der Transaktionen überwache und alle Konten der Fleet verwalte, bin ich eine wertvolle Informationsquelle. Wenn unsere Feinde mich gefangen nehmen oder ich plötzlich mein Gewissen und meine Moral entdecke, bin ich die größte Gefahr für uns. Die Bombe schenkt Delgado Seelenfrieden und ein gewisses Maß an Sicherheit. Verstehe. Es macht Puff und das war's. Der Stuhl dort erinnert mich sehr stark an Stargate Universe. An das Schiff. Ich habe den Namen vergessen. Ja, Delgado scheint ein kluger Mann zu sein. Du kommst hier nicht raus, ha? Huh? Also nicht oft. Ich glaube, ich könnte so ein Opfer nicht bringen. Ein falscher Schritt und du bist Puff. Ja. Im Grunde ja. Dafür kann ich Delgado ärgern, ohne dass er mich dafür umbringt. Ist auch was. Wenn ich sterbe, gehen all mein Wissen, die Konten, die Credits verloren. Er würde es nicht wagen. Er hat zwar den Auslöser, aber alle wissen, dass mein Tod die Fleet lahmlegen würde. Die Bombe ist nur ein letzter Ausweg. Das heißt, wenn ich ihm den Auslöser mopse und ihn jetzt tatsächlich hochgehen lasse, was natürlich scheiße wäre für den da, wir haben die Crimson Fleet los. Ist auch eine Möglichkeit. Deswegen ist er der Boss. Ich bin natürlich nicht der erste Rechner mit einer Bombe im Brustkorb, aber Delgado war so klug, die Tradition fortzuführen. Also,
Ich richte alles für dich ein. Moment, ich konferiere mit dem Kern. Dank komplexer Modifikation, auf die sogar Ryujin neidisch wäre, kann ich direkt auf unseren Mainframe und das Galbank-Netz zugreifen. So kann ich Credits schneller und effizienter bewegen und waschen als gewöhnliche Cyberrunner. Kriege ich so meine Kohle darüber? Erledigt. Kann ich ihn irgendwie hacken? Das wäre cool. Du brauchst nur noch Delgados Segen. Dann gehörst du zu uns. Da bin ich ja mal gespannt. Dann wird's Zeit, ein paar Credits zu verdienen. Der perfekte Übergang zu meinem letzten Thema. Dank unserer Beziehungen zu Kontakten in der gesamten Galaxie haben wir immer reichlich Arbeit anzubieten. Ich habe dir die nötigen Rechte eingeräumt, jederzeit über die Computer rund um den Kern auf diese Aufträge zuzugreifen. Ich habe kein Interesse an kleinen Jobs. Dann nicht. Gibt genug andere Leute. Wer weniger arbeitet, verdient weniger. Ach so, ich dachte, ich könnte das mal annehmen. Ist eine simple Gleichung. Das war, denke ich, alles. Also kannst du jetzt zu Delgado. Fahr mit dem Aufzug nach oben. Du findest den Weg dann schon. Hoffe ich. Ja, ja, ja. Okay, hergehört. Ihr könnt alle aufhören zu jammern. Die Türen vom Atrium zum Laderaum sind repariert. Ach, und gern geschehen, Neff. Schade, ich kann ihn nicht beklauen. Schade. Na dann, lernen wir doch den Boss kennen. Oh, kann ich. Ich tut mir leid. Ah, da ist ja unser anderer neuer Rekrut. Nachdem wir jetzt alle hier sind, kommen wir zur Sache. Andere neue Rekruten? Ihr zwei seid diesmal die einzigen Neulinge, die es geschafft haben. Die anderen, naja, die schließen sich niemandem mehr an. Nie mehr. Neva riskiert ihren Hals für dich, indem sie für dich bürgt. Das heißt, du hast das Zeug, der Crimson Fleet beizutreten. Ich enttäusche euch nicht. Wehe, du enttäuschst uns. Dann bekommst du es mit mir zu tun. Ja, ja. Persönlich. Okay, fangen wir an. Wenn du der Crimson Fleet beitrittst, bist du für immer dabei. Man steigt nicht aus, geht nicht in Rente. Raus kommt man nur, wenn man stirbt. Du bleibst loyal oder du trägst die Konsequenzen. Flieht vor Freunden. Flieht vor Familie. Flieht vor dir selber. Das klingt ja wie bei mir auf Arbeit. Aber ich hoffe nicht, flieht vor Oh Gott. Ja, na klar, Boss. Boss, gut. Du lernst schnell. Gefällt mir. Können wir uns beeilen? Ich will mich im Last Nova besaufen gehen. Ich bin beeindruckt. Das ist das erste Intelligente, was du die ganze Zeit gesagt hast, Mathis. Okay, ihr zwei seid scharf darauf, euch zu beweisen. Dann auf zum nächsten Job. Packt was Warmes zum Anziehen ein, Neulinge. Ihr werdet es brauchen. Oh Gott, sag nicht, du schickst sie für einen von deinen Initiationsausflügen nach Suvorov runter. 10 Ausflüge zur Oberfläche, 12 tote Neulinge. Langsam kannst du diese beschissene Lagerfeuer-Story doch mal vergessen. Cricks Vermächtnis ist keine Story, Neva. Wir haben frische Augen in der Fleet. Und wenn die zwei uns beeindrucken wollen, helfen sie mir, die Ruinen zu durchsuchen. Hoffentlich hast du recht, Del. Der neue Code für das Schloss hat uns eine Menge Credits gekostet. Und einen guten Captain. Bei dieser Initiation, wie Neva es nennt, kannst du sehen, wo alles angefangen hat. Auf Suvorov mit Jasper Cricks. Cricks hat die Gefangenenrevolte angeführt, aus der die Crimson Fleet entstanden ist. Und wenn sein Vermächtnis noch existiert, finden wir es. Und was ist das für ein Vermächtnis? Bevor Cricks die Fleet verlassen hat, hat er in einer Nachricht ein Riesending erwähnt, das die Fleet zur Großmacht in den besiedelten Systemen machen würde. Bald nannten die Leute das Cricks Vermächtnis. Und alle, die versucht haben, es zu finden, sind gescheitert. Verschwunden.
oder gestorben. Um eine Chance zu haben, brauchen wir erstmal einen Hinweis. Und den finden wir vermutlich auf Suvorov. Dell hat das Beste ausgelassen, dass die ganze Suche auf ein paar Wörtern auf einer uralten Slate basiert. Kriegs hat auf der Aufnahme jede Menge große Töne gespuckt, aber Fakten sind kaum dabei. Manche glauben daran, manche weniger. Hör nicht auf sie. Wenn wir Kriegs Vermächtnis in die Finger bekommen, hebt das die Fleet auf ein völlig neues Niveau. Dann sind wir der UC Systev mehr als nur ebenbürtig. Ja, dann sind wir nicht mehr zu stoppen, ne? Exakt. Langsam begreifst du es. Okay, genug geredet. Wir haben viel Arbeit vor uns. Und unser nächster Halt ist das Schloss. Jazz hat die Koordinaten auf deinen Schiffscomputer geladen. Nachdem Mathis kein Schiff hat, fliegt er bei mir mit. Wir sehen uns da unten, Neuling. Lass mich nicht warten. Triff dich mit dem König. Achievement. Ja. Piratenfreibeuter, okay. Ach, der Typ will hier anfangen und hat kein Schiff. Was ist denn das für einer? Aha. Kann ich da jetzt einfach... Oh, ich kann hier. Verriegelt. Ich, hallo? Ah, hallo? Naja. Dann gehen wir mal zurück, wo wir herkommen. Ich hoffe, ich finde den Weg noch. War doch hier irgendwo, oder? Verwirrend hier. Neuling. Ja? Ich habe früher für einen Megacorp gearbeitet. Mit Anzug und allem. Vor einer anderen Zeit. Uiuiui. Willst du was anfangen? Nee, gerade nicht. Die Fleet ist Familie. Einander zu bestehen. Na dann. Ich wollte Hallo? Eigentlich nicht so lange machen, aber na dann müssen wir ja doch noch einen kleinen Moment machen. So ein Mist. Abdocken. Muss ich da jetzt direkt runter, oder? Ja, das Schloss. Dann machen wir das mal noch. Landen. Extreme Kälte. Arschkalt. Achso. Flur. Also es gibt Flur, es gibt Kupfer hier und Wasser. Verstehe.
Ich soll mit dem Typen reden. Ich aus der Vergangenheit. Sprich mit Delgado. Wo ist er denn? Wieso ist er plötzlich auf meinem Schiff? Oder was ist das wieder für ein Quatsch? Also der Questmarker ist manchmal echt Blödsinn hier. Hä? So ein Schwachsinn. Alter. Manchmal, ne? Ist das sein Schiff hier? Guck mal. Kann ich nicht rein. Gut. Alter. Zu diesem Ort reisen, ja, bupp. Ich verstehe es nicht. Gut, ich bin vielleicht auch nur dumm. Ist das einer? Ich muss mal gerade mal gucken. Wird auch Zeit, dass du kommst. Ich habe dir gesagt, dass du deine Zeit verschwendest, Dell. Wir werden sehen. Und Mathis, ich habe hier das Sagen. Also halt deine Fresse. Verstanden? Schön. Also gut, hergehört. Ich sage das nämlich nur einmal. Wir sind hier, um an Informationen über Kriegs Vermächtnis zu kommen. Nicht wegen Beute. Egal, was ihr findet. Denkt nicht nach. Werdet nicht kreativ. Bringt es direkt zu mir. Der andere Typ hat so eine große Fresse. Ist er hier nur ein Strohmann? Und der Mathis ist der eigentliche Chef? Das klingt danach. Dann machen wir das doch mal. Das ist so simpel, dass sogar ein Neuling wie du es hinbekommt. Moment, was? Wir dürfen nichts mitnehmen? Wie soll ich dann bitte Geld verdienen? Okay, das reicht. Wenn ihr mit der Crimson Fleet fliegen wollt, müsst ihr eine einfache Regel befolgen. Auf einem Job macht ihr genau das, was ich sage, ohne Fragen. Wenn ihr damit ein Problem habt, sagt Bescheid, dann lasse ich euch auf diesem Eisball zurück und ihr seid nach ein paar Stunden tot. Ja, ja. Klar, Chef. Ja, eigentlich, er hat das Maul aufgerissen. Ja, wir spielen mal mit, weil es könnte ja sein, dass der Mathis eigentlich der Chef ist und er hier nur so tut, als ob. Der Weg vom Landeplatz zum Schloss ist recht weit, also Bewegung! Aus irgendeinem Grund zeigt es auf mein Schiff. Ich verstehe es nicht. Ich übernehme das. Oh, es gibt Viecher. Ja. Ich wollte eigentlich nicht den Bohr leben. Na egal. Denn kommt ihr klar? Oh, danke. Nichts wie raus hier!